Das ist arg, will sie heute vor einem besonders dreisten Betrug im Internet warnen. Immer öfter werden arbeitssuchende Menschen durch eine äußerst geschickte und durchaus psychologisch wohl durchdachte Vorgehensweise um ihr Geld geprellt. In diesem Fall dreht es sich um den Job als Nanny bzw. Au pair, wobei man aber auch darauf hinweisen muss, dass die Vorgehensweise auch für andere Jobs angewendet wird. Schlimm ist, dass es sich ja bei den Jobsuchenden nicht gerade um finanziell gut gestellte Menschen handelt, dass mit ihren Hoffnungen gespielt wird und dass es am Ende nicht nur keinen Job gibt, sondern die Opfer zum Schluss auch um einiges Geld ärmer sind. Ich möchte euch heute von einem Internetbetrug erzählen, der mir widerfahren ist. Seit langem wollte ich schon einmal in London arbeiten und leben, um die Sprache besser zu erlernen, und habe mich aus diesem Grund als Au pair für eine Stelle in London auf einer Plattform im Internet, die Au pairs vermittelt, registriert. Die Plattform heißt greataupair.com. Für mich hat die einen sehr seriösen Eindruck gemacht, weil sie einerseits 4 Sicherheitszertifikate aufweist und zweitens, weil die Plattform sehr aufwendig gestaltet ist, mit einem Dialogfenster für Kontakte mit Familien aus der ganzen Welt. Ich habe dann eine Gebühr von 60 Euro bezahlt, das mir ermöglicht, einen Monat lang Familien in London unter anderem kennenzulernen bzw. Vorschläge aus London, von Familien aus London zu bekommen. Ich habe dann ein paar Angebote bekommen, habe auch Absagen erhalten, weil ich nur ein halbes Jahr dort arbeiten wollte, bis maximal ein Jahr, und die Familien aber länger jemanden suchen. Und ich habe dann ein E-Mail erhalten eines Tages, in dem stand, dass sie mein Profil gefunden haben auf dieser Plattform und sie aber, um sich das Geld zu sparen für die Anmeldung, lieber mit mir in E-Mail-Kontakt treten möchten. Der Erstkontakt erfolgte schon unter Umgehung des Vermittlungsportals und direkt über einen Webmail-Anbieter? Richtig, direkt über E-Mail. Ich habe gedacht, ja, die sind schlau, warum nicht? Mir ist es gleich, ich kann auch über Gmail kommunizieren und habe mich eingelassen auf dieses Abenteuer. Ich habe eine Beschreibung der Familie erhalten mit Arbeitsplatz, wann ich frühestens beginnen könnte, wie lange ich arbeiten kann, wie alt die Kinder sind, die zu betreuen wären, eine genaue Beschreibung der Familie und ein Ersuchen um Beantwortung einiger Fragen, die für die Familie von Bedeutung ist. Ich habe dann auf diese Fragen geantwortet, habe auch ein Referenzschreiben geschickt und ist dann daraufhin ein Mail gekommen, worin die Familie geschrieben hat, dass sie sehr zufrieden wäre mit mir und dass sie sich gut vorstellen kann, dass ich mit den Kindern arbeite, zumal ich auch den Kindern Deutsch beibringen könnte und ich im Gegenzug Englisch lernen kann. Ja, die E-Mails der fiktiven Gastfamilie waren von Beginn an immer sehr lang und ausladend, stets mit vertrauensbildenden Inhalten wie etwa dem Lob, wie sehr man mit den Eigenschaften der Bewerberin zufrieden sei, wie sehr man sich freue, sie gefunden zu haben und dass man sie so gerne und möglichst bald beschäftigen wolle und auch müsse. Die Behauptung, schnell Hilfe zu brauchen und ein daher genau definierter und sehr nahe liegender Arbeitsantritt sollten weiters Sicherheit erzeugen. Der so definierte Wunsch und der Zeitfaktor sind Gründe, um Zweifel zu verwischen.
Dem Ganzen wird noch ein sehr hohes Gehalt, das wesentlich höher ist als üblich, und die Aussicht auf eine eigene Wohnung in nächster Nähe zum Dienstort als weiterer Anreiz darüber gesetzt. Wo bei analytischer Betrachtung bereits alle Alarmglocken schrillen würden, wird dies hier durch die Art und Formulierungen in den E-Mails alles sehr schlüssig und logisch nachvollziehbar erklärt. Auch folgen die Antworten stets sehr schnell und umfangreich, was darauf schließen lässt, dass es vorgefertigte Textmodule gibt, die je nach Entwicklung des Kontaktes eingesetzt werden können. Auf jede Frage und auf jeden möglichen Zweifel gibt es überzeugende Antworten mit guten Argumenten. Das ist im Prinzip genauso perfekt aufgebaut, wie dies bei Telefonverkäufern der Fall ist. Das wichtigste Überzeugungsargument ist aber über lange Zeit hinweg zentral das hohe Gehalt und die Begründung, warum es dieses gibt. Sie haben mir auch ein relativ hohes wöchentliches Gehalt zugesagt, damit ich eine Wohnung mir leisten kann, weil Sie selber keine Wohnung für mich zur Verfügung stellen können in ihrer Wohnung. Mich hat das fasziniert, weil ich schon immer davon geträumt habe, ein eigenes Apartment in London zu haben, und habe mir nichts weiter dabei gedacht, dass das Gehalt relativ hoch ist. Das sind umgerechnet 600 Euro in der Woche plus ein wöchentliches Busticket von 67 Euro. Sie haben dann extra noch geschrieben, dass Sie mir ein sehr hohes Gehalt anbieten, damit ich die Miete meiner Wohnung und die Gemeindeabgaben bezahlen kann. Und wie hoch ist das durchschnittliche Gehalt, das man sonst für so einen Job in Vermittlungsportalen angeboten bekommt? Rund 200 Euro wöchentlich für 35 bis 40 Stunden. Das bedeutet, zusammen mit dem wöchentlichen Busticket wurde mehr als das Dreifache des üblichen Gehalts geboten. Ja. Nachdem es zu einem Vertrauensverhältnis gekommen ist, beginnt die entscheidende Phase für die Betrüger. In diesem Fall ist es die Wohnungssuche, die den Kern des Betruges ausmacht. Es gibt auch andere Varianten, in denen gefälschte Schecks eine Rolle spielen, aber dazu lesen Sie bitte den Beitrag auf der Homepage, auf der dieses Video steht. Wieder ist eine Kette logischer Erklärungen die Basis, um Vertrauen zum Bewerber aufzubauen. Diese Familie hat für mich eine Wohnung gesucht über einen ihnen vertrauten Immobilienmakler und haben mich gebeten, mich mit diesem Immobilienmakler dann direkt in Verbindung zu setzen unter einer Mailadresse oder unter einer Skype-ID. Die Mailadresse ist rentsmadeeasy@homemail.com und der Skype-Name ist cheaprents. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass Homemail so eine Adresse wahrscheinlich ist, wie bei uns eine GMX-Adresse ist, die jedermann anlegen kann. Aber wie gesagt, im Nachhinein ist mir das erst so richtig bewusst worden, dass das keine seriöse Mailadresse ist. Wir haben ein paar Mal hin und her geschrieben, wobei die Familie stets das halbe Schreiben lang mich gedrängt hat, mich mit dem Immobilienmakler in Verbindung zu setzen, was ich dann auch wirklich getan habe. Und zwar habe ich das über Skype gemacht. Wobei wir da aber nur geschrieben haben und wo ich nie das Gesicht gesehen habe. Die fiktive Gastfamilie stellt eine Geschichte dar, an der man nicht unbedingt zweifeln wird. In diesem Fall war es folgende. Die Familie sei aus New York nach London gezogen. Zur Wohnungssuche habe man sich erfolgreich einer Agentur bedient, der man Zuverlässigkeit bescheinigt. Und deshalb könne man sie empfehlen und den Kontakt vermitteln. Und dann stellt sich heraus, dass die Agentur in unmittelbarer Nähe eine günstige Unterkunft vermitteln könne.
Natürlich klingt das gut und freut sich eine Bewerberin, dass alles so glatt läuft. Verständlich, dass alle weiteren Dinge gerne geglaubt werden, wähnt man sich doch dem begehrten Job schon so nahe. Das stimmt so. Die Wohnung wäre ein paar Häuser weiter neben ihrem Wohnsitz und das hätte für mich alles sehr gut gepasst. Ja, ich habe dann in einem Schreiben ersucht, sie mögen doch für mich mit dem Immobilienmakler alles regeln. Ich nehme die Wohnung und sie können für mich das fixieren. Woraufhin sie mir dann aber geschrieben haben, dass sie das nicht machen möchten, weil ich doch der Mieter bin. Und habe mich dann auch dazu hinreißen lassen, dass ich das alles in die Hände nehme. Wenn den Betrügern also klar ist, dass die Bewerberin nun weich gekocht sei, beginnt der Druck und kommt zum ersten Mal das Thema Geld zur Sprache. Darauf baut der eigentliche Betrug dann auf. Der Makler hat mich aufgefordert, eine Kaution in der Höhe von 500 Pfund und eine monatliche Mietvorauszahlung von 372 Pfund, insgesamt 872 Pfund, das sind umgerechnet 1200 Euro, im Vorhinein zu bezahlen, damit die Wohnung reserviert werden kann für mich. Ich habe das verstanden, weil auch in Österreich es üblich ist, dass man eine Kaution hinterlegt und für mich war es nicht unseriös, das in London auch so zu handhaben. Ich habe dann gefragt, auf welches Konto ich das überweisen soll, woraufhin mir der Makler ein spanisches Konto genannt hat. Ich habe dann gefragt, warum es ein spanisches Konto ist und der hat mir dann versichert, dass das schon seine Ordnung habe. Es handelt sich um ein Eurozone-Konto, auf das ich mit Euro zahlen kann. Auch hier werden Zweifel sofort beschwichtigt mit dem Argument, dass über das sogenannte Eurozone-Konto die Überweisung in Euro erfolgen kann, also das kostenverursachende Umwechseln im Pfund nicht nötig wäre. Damit wird Fürsorglichkeit im Sinne des Kunden vorgetäuscht. Na, und wer will nicht sparen? Gleichzeitig aber wird ständig mehr und mehr Druck aufgebaut und ein rasches Handeln gefordert. Und zwar sowohl von der Gastfamilie wie auch vom Maklerbüro. Ich wurde gedrängt, möglichst schnell zu reagieren, weil noch andere Mieter angeblich die Wohnung gerne hätten. Und ich wurde regelrecht unter Druck gesetzt, rasch das Geld zu überweisen. Was ich auch getan habe. Nachdem das mit dem spanischen Eurokonto noch recht logisch erklärt wurde und auch nachvollziehbar erscheint und die erste Überweisung abgewickelt war, kam es ja zu einer neuen Forderung des Maklerbüros. Dieses Mal kam ein neues Konto ins Spiel, und zwar ein russisches. Genau. Nach der Übermittlung dieser 1200 Euro auf das spanische Konto habe ich den Mietvertrag zugeschickt bekommen, worin ich aufgefordert wurde, weitere 350 Pfund an Vergebührung auf ein russisches Konto zu überweisen oder mittels UK-Scheck zu überweisen. Ich wurde dann stutzig und habe gedacht, dass das jetzt nicht mehr seriös ist, wollte die Wohnung zurückgeben bzw. wollte von dem Mietvertrag Abstand nehmen und habe gesagt, ich brauche die Wohnung nicht mehr, ich habe es mir anders überlegt. Sie mögen mir bitte die 1200 wieder zurücküberweisen. Dann ist daraufhin die Antwort gekommen, dass ich
zuerst die 350 Pfund zahlen müsste, unbedingt, und dann erst könnte ich das Geld zurückbekommen. Und gab es eine Begründung, warum man die Gebühren nicht vom bereits bezahlten Betrag abziehen könnte und den Rest zurücküberweist? Nein, es ist da definitiv gefordert worden, dass ich noch einmal 350 zusätzlich zahle. Es war nicht möglich, irgendwas abzuziehen. Ich habe die Familie kontaktiert und sie gebeten, sie mögen mit dem Immobilienmakler noch einmal sprechen, und habe sie ersucht, sich an ihn zu wenden, um das zu klären, und worauf die Familie mir geschrieben hat, dass sie können sich da nicht einmischen, das ist eine Sache zwischen mir und dem Vermieter. Ja, und dann habe ich definitiv gewusst, dass das ein Betrug ist, und bin danach zur Polizei gegangen, worauf mir der Polizist gesagt hat, dass es viele solche Betrügereien im Internet gibt. Ich habe es als Erfahrung abgehakt, möchte aber noch dazu betonen, dass das sehr gut gemacht wurde. Sie haben irrsinnig viel Aufwand betrieben, die Betrüger, um Vertrauen zu gewinnen. Ich bin jetzt um meine Erfahrung reicher. Ja, und was würden Sie nun nach diesem Erlebnis abschließend raten? Ich würde in Zukunft, wenn ich wieder eine Au-pair-Stelle suche, eine österreichische Vertrauensfirma wählen, in der zum Beispiel auch ein ärztliches Attest verwendet wird, wo man wo man Referenzschreiben schicken muss, wo man die Familie persönlich anschreiben muss in einem Brief, wo solche Sachen verlangt werden. Was ich jedem rate und ans Herz lege, ist, niemals Geld im Vorhinein zu schicken, überhaupt und schon überhaupt nicht ins Ausland. Ja. Das wäre ein schöner Urlaub gewesen, ne? Ja. All inclusive, 2 Personen. Ja. 14 Tage. Super.